So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Sektor AP mit Henriette Goldene Kette. Henriette Goldene Kette, wenn es nach Lonnie geht. Ihr wisst Bescheid. So, ab die Post. Wie warm haben wir es? 12 Grad. Ja, ist für Januar schon okay. Hallo Prisma. Hallöchen. So, einmal aus dem Flugmodus raus, bitte. Keine SMSen. Klasse. Oh, wir müssen KP anscheinend ein bisschen Gehalt überweisen. Wir haben ein bisschen Geld bekommen. Marv hatte dann um 1.10 Uhr angerufen. Hatte Dom ihm nicht gesagt bis 24 Uhr? Um 1.10 Uhr hat er angerufen. Ha, lol, hä? Das schiebt's einfach. Hey, Marv! Yo, Harriet, grüß dich, Mann. Wollte ich auch gerade anrufen. Bin gerade aufgewacht, mein Lieber. Ja, ich auch. Ach, großartig. Ja, guck mal, da haben wir doch schon den gleichen Tagesablauf. Sehr großartig. Du, pass auf, ich hab das jetzt übernommen, ne? Mhm. Und wir wollen das jetzt halt ein bisschen in Gange bringen. Und ja. Also Lou ist mit an Bord, plus den neuen Producer. Mhm. Lou macht weiterhin dann die Sekretärin, oder was macht sie? Ja, so rechte Hand mäßig, sowas. Ja, ist super. Art, ne? Ja. Und ich würde dich gerne dann da nachher dann dazu holen, ja. Weil wir wollen uns mal konkrete Gedanken machen. Ja. Wie eine korrekte Bezahlung, sag ich mal, aussehen könnte, was man bemisst und so eine Sachen. Einfach so ein bisschen brainstormen. So, einfach ein bisschen quatschen. Wenn du Lust hast, ja, na klar. Genau. Unbedingt. Ja, sag Bescheid. Ja, nice. Dann komm ich vorbei. Okay, dann melde ich mich später, ne? Super, Marv. Bis später. Alles klar. Ciao. Ciao. Yo. Nice. Oh. Hä? Jetzt hab ich gleichzeitig angerufen. Als ob mich den ganzen Tag keiner anruft und dann zwei Leute gleichzeitig. Ja, was gibt's? Du hast doch bestimmt noch Nummern von kompetenten Ärzten, oder? Ja. Oder würdest du dir vielleicht mal meinen Kopf angucken? Oh, ich bräuchte jemanden, dem ich vertraue. Ich habe nämlich gerade... Was mit Markus? ...am Autounfall meinen Kopf. Der ist nicht da. Oh nein, der ist nicht da? Wie kann er nicht da sein? Erreichbar. Weiß ich nicht. Weil, ich weiß nicht, ich habe mir gerade extrem den Kopf angeschlagen. Wir verpassen Anrufe, sieht man trotzdem das mal. Und das. Lukas Becker meinte nur, ja, keine Sehstörungen, ist ja alles in Ordnung so. Oh Gott, ja. Pass auf, ich versuche jemanden von den Kompetenzen zu erreichen, sonst gucke ich mir das an, ja? Also wie gesagt, das bei Leonora habe ich auch nicht erreicht. Ja. Wo bist du denn gerade? Vom SD. Also wie gesagt, wahrscheinlich ist nichts, aber es ist also vielleicht das einmal nochmal kurz jemand. Ja, aber selbst über, da kann man ja wenigstens mal was geben, ne? Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er das, aber so, er hat kurz mit mir geredet und war halt irgendwie auch schon wieder weg, so, ich weiß auch nicht. Alles klar, vielleicht habe ich auch nicht mitbekommen. Ich guck mal, was ich machen kann, ja. Danke, mach so, dass es vielleicht nicht auffällt. Das wäre ein bisschen unangenehm, wenn die es mitbekommen würden. Na klar. Ich danke dir. Ich melde mich, ja, ciao. Ich würde mir nur noch Nuri einfallen, bin ich ganz ehrlich. Nicht da. Kompetente Ärzte, leider alle nicht da. Das ist jetzt echt ungünstig. Oh, tatsächlich alle nicht da. Oh. Komme ich jetzt in den Norden? Oh, das ist jetzt die Frage, wa? Ich soll mir das angucken, ja? Ach Gottchen, Mayday! SOS! Hilfe! KP! Nicht da! Boah, das kommt nicht aus. Wirklich. Was ist das jetzt? Haben wir noch jemanden? Warum guckt sich schon das nicht an? Der war fucking... Hä? Warum guckt sich schon das nicht an? Get it. Wer ist Brian Wilson? Gott, ich will es gar nicht wissen. Caleb. Ich muss hier mal ein paar Leute rauslöschen, wa? Alles keine Ärzte. Ich habe mir viel zu wenig Nummern von Ärzten damals aufgeschrieben, ich bin ganz ehrlich. Ich hatte sie alle, quasi. Wer zum Teufel ist Hawk Silverblum? What the fuck? Hazel? Hm.
Hm. Das sieht wirklich schlecht aus, ne? Was mit Jimmy? Warte mal, ist Jimmy jetzt... Ist Jimmy noch da? Wechselt Jimmy, glaube ich, gerade mit Luke. Luke war hier dann Physiotherapeut und Jimmy war der ursprüngliche Psychologe, ne? Was mit Jimmy? Was war nicht mit Joe? Gibt's hier noch? Okay, wir halten mal Jimmy im Kopf. Was ist mit Johnny? Oh, Gott im Himmel, wirklich. Wirklich. Viel zu viele Johnnys. Einfach viel zu viele Johnnys. Leonard MD. Wer ist Leonard? Ach Gott, kein Plan. Wieso habe ich die Nummer von einem Ballers-Typen? Das ist mit meinem Dings nicht in Ordnung. Oh Gott. Lucy. Was ist mit Lucy? Lucy? Luna? Nee, Luna ist nicht mehr bei MD. Aber was ist mit Lucy? Ja gut, die Arbeit in Baycare. Das würde auffallen. Oh. Michael arbeitet, glaube ich, auch nicht mehr da. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er da noch arbeitet. Nuri ist nicht da. Hab schon versucht. Omar ist nicht da. Gott, Peyton ist auch schon. Hui. Lange her. Du. Sophia? Wer ist mit Sophia? Sophia macht gerade aktuell was? Oder Ellie? Ellie's Nummer habe ich nicht. Hm. Du. Ach, wir machen das einfach selber. Wie komme ich jetzt dahin? Weiß nicht. Habe meinen Roller nicht hier. Verdammte Kacke. Wieso schaltest du immer perfekt ein, Marc? Was gibt's jetzt schon wieder zu meckern, ne? Ah, ach so. Woher wusstest du, dass ich so eine SMS bekommen habe? Was ist mit dir los? Ach du Scheiße. Das kann ich nicht lesen, wenn Marc da ist. Ich wusste nicht, dass ich so eine SMS bekommen habe. Ach Gott, jetzt muss ich da selber hinfahren. Ach, wie soll ich denn jetzt hinkommen? Hab nix hier. Wir müssen nachher ins Tonstudio. Was ziehen wir denn an, um ins Tonstudio zu gehen? Das Kleid haben wir noch nie an. Da macht aber einen dicken Hintern. Ah ja, warte jetzt. Wirklich. Komm, wir ziehen das an und den Rock da. Wir hatten doch hier so ein Nubidubi. Ja, genau. Passt das? Ja, passt schon irgendwie. Hier, dann nehmen wir hier den roten. Oder wir nehmen. Halt, Job. Ja. Den. Fällt es nicht so auf, dass es nicht hundertprozentig passt. Super. Rose aussehen. Beziehungsweise da, hier, wo ist es? Das anziehen, was wir immer anziehen. Unter der Röckchen. Bin zu weit, ne? Glaube ich. Ja. Das. Dann kann ich nämlich auch meine Lieblingsschuhe dazu anziehen. Großartig, großartig. Hier, das da. Good job. Randa. Wobei, warte, da passt eine Sache ziemlich gut, glaube ich. Und zwar... Ich habe mir den Ohrring. Das Ding, genau. Da ist nämlich ein Armband bei. Großartig. Super. Ab dafür. Wie kommen wir jetzt hier weg? Ghost, vielen Dank. Aber hallo, Marc, natürlich. Ich jetzt hier weg. Scheiße, Mann. Ich hab nix hier. Claire braucht uns. Ich muss noch was essen. Ich hab noch Essen dabei. Jetzt habe ich eigentlich schon wieder so viel Alkohol dabei. Kannst du wieder keinem erzählen. Ähm.
Ja, sag ich doch. Der Mann hat wieder seine Autos ausgepackt. Ich bin so ein Auto klauen, ne? Ich meine, jetzt wäre der richtige Moment, um Auto fahren zu lernen. Lernte Kacke. Think fast. Anton, Capsule sprechen mit Jay. Ach, Jay, Mensch, was für ein Tag ohne euch. Wirklich. Hallo, Harriet. Ach, hab ich euch vermisst. Ich bräuchte mal wieder ein Taxi zur 650. Ein Taxi zur 650. Ja. Bin unterwegs. Danke, Jay. Ciao. Großartig. Guter Mann. Ghost, ich trinke gleich was, ja. Ich gleich auf unser Taxi warten. Taxifahrer, einfach beste Fahrer. Wirklich. Hashtag Taxifahrer loben. So, now we wait. Ja, now we wait. So, Elliot isst was und ich trinke was. Guten alten Apfelstrudel, schön kalt, aus der Tasche gezogen. Großartig. So, wo bleibt mein Taxi? Frech, dass sie in letzter Zeit so lange brauchen, wirklich. Absolut frech. Der Tag beginnt offensichtlich damit, dass es keine vernünftigen Ärzte gibt. Oh, Jay hat ein neues Auto. Hi! Jay, nicht mit dem Pickup? Was ist denn da los? Was könntest du die SMS fertig schreiben, ja? Bin sofort bei dir. So. Pflicht SMS erfüllt. Großartig. So, bin ich zu früh gekommen? Soll ich nochmal eine Runde fahren? Oder? Nee, alles gut. Okay. Ich habe gerade mich gewundert, dass du nicht mit deinem Pickup da bist, Mensch. Ja, ich stand gerade so in der Zentrale und dachte mir, mit was fahre ich denn in die Hills? Ne? Am besten mit dem VSTR. Ja, das finde ich schick, aber wir müssen tatsächlich in den Norden, du. Wir müssen in den Norden. Ja, wohin nach Palito Bay zum Esti. Zum Esti? Kein Problem. Mhm. Aber echt schick. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, das Taxi. Den haben wir gesponsert bekommen. Von Dynasty. Lass mich raten, wenn das Wort Sponsoring fällt. Ganz ehrlich, ist es immer Dynasty. Ja, ist ja super nett. Mensch. Und wie war dein Tag bisher so? Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Ach, angenehm, angenehm. Ja. Schön. Ich bin momentan tatsächlich alleine, obwohl wir 19 Mitarbeiter haben. 19? Ja. Und du bist um 19.30 Uhr alleine? Ja. Oh, wow, okay, das kommt überraschend. Ja, Mitarbeiter des Monats, würde ich sagen, ja? Ach, danke. Ja, gerne. Jay, bist du ein Fan von Bounce? Schon mal den Namen gehört, aber habe mich noch nie dafür interessiert. Na, dann nicht. Es ist so, das ist so eine Musik-App, oder? Ja, richtig. Okay. Genau. Es gibt ja mittlerweile zwei Musik-Apps.
gibt ja jetzt auch Scratch, das ist ein anderes Label quasi, das sich jetzt gegründet hat, weil auf Mounds auch nicht mehr so viel los war, verstehst du? Mhm. Die Labelchefs bzw. auch die Producer waren da irgendwie so ein bisschen abwesend, nenne ich es mal, und hatten nicht mehr so viel Zeit. Okay. Keine Ahnung, haben sie vielleicht auch in eine andere Stadt verzogen, I don't know. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass das neu übernommen wurde und jetzt wieder ein bisschen Schwung reinkommt, hoffentlich. Okay, okay. Ja, ich habe da von Katharina schon gehört, dass du da mal, oder dass du da Sängerin bist oder so. Also Sängerin, ja, auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich da wahrscheinlich auch so ein bisschen mit angestellt. Mal schauen. Echt? Mhm. Nichts mehr mit Privatdetektiv? Ja, doch, klar. Ist ja nur ein Nebenjob, ne? Okay. Ja. Ich dachte schon, ich verliere meine Lieblingsstalkerin. Nein. Wieso? Halt, stopp, was? Stalkerin? Wieso Stalkerin? Stalk ich gar nicht. Naja. Also ich kann nur wirklich nichts dafür, wenn Max über dich schickt, ja? Da kann ich nur wirklich nichts für. Also ich muss sagen, gestern bin ich ja freiwillig gekommen. Ach, siehst du. Ja, das heißt, man sollte seine Stalker näher halten als seine Freunde. Na klar, na klar. Ja, es war zeitweise schon sehr verdächtig. Ach was, glaube ich nicht. Es ist sogar Katharina aufgefallen. Ist das so? Ja. Dabei treffe ich so viele Leute jeden Tag, Jay. Auch mehrmals. Okay, aber wenn du sagst, es ist nicht so? Nein, es ist tatsächlich nicht so. Aber ich habe das auch schon hinter mir, dass mir das wirklich aufgefallen ist. Ich habe jemanden das erste Mal getroffen, der eigentlich schon länger in der Stadt war. Und danach habe ich ihn ständig wiedergesehen, mehrmals täglich. Das war dann doch sehr auffällig. Danny heißt übrigens KP. Den solltest du kennen. Ach, dein ja, mein Geschäftspartner, genau. Ja. Das fing okay. Bei uns genauso an. Dass ich der Meinung war, dass er mich stalkt. Okay, also ich sehe deinen roten Faden. Also. Also entweder hat er sehr, sehr gut gemacht, ja, und hat sich dann quasi in die Freundschaft gestalkt, oder es war genauso zufällig wie bei uns beiden. Oder klassisches Münchhausen-Syndrom. Naja, kommt halt drauf an, ne? Ich halt Stockholm und er Münchhausen hier. Ja, das so. Ja. Was ist das eigentlich für ein Auto? Ein VSTR. Ein VSTR, mhm. Ich versuche ein bisschen mich mit Autos irgendwann mal auszukennen, aber nee, ich glaube, das wird nichts. Ja, dafür gibt es auch sehr viele Autos. Ja, das stimmt. Ich kenne mich auch nicht so aus, aber... Irgendwann sehen sie auch alle gleich aus. Oh, ja. Dafür kenne ich jedes Motorrad. Ja, so, und wir sind da. Ja, super, danke dir. Warte, kriegst du Bar. Hier, bitteschön. Für die Mühe. Oh, danke schön. Jo, bis zum nächsten Mal, Jay. Ja, schönen Tag noch. War vorsichtig. VSTR. Tsch. Guten Tag. Okay, das ist nicht Claire. Ist Claire noch da? Claire! Miller! Der macht mich voll nach. Guck mal. Verdammt, ich hätte jetzt das Handy wegstecken müssen. Oh nein, Claire geht nicht mehr dran. Das ist nicht gut, oder? Warte. Soll das jetzt bedeuten, sie ist umgefallen? Oh Gott. Ist sie zu Hause? Oh Gott. Claire! Nein, Claire! Oh Gott, tu mir das nicht an! Jetzt habe ich das Gefühl, dass sie umgefallen ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Glas klingeln, Claire. Da kein Problem mit. Claire! Wo bist du? Hallo? Sag mal, bist du wahnsinnig, mir zu sagen, dass du dir was mit dem Kopf getan hast? Nein, ins Telefon zu gehen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo bist du denn? Gerade auf Toilette. Und jetzt. Im SD, oder was? Ja, ja, genau. Oh, okay, dann renne ich wieder zurück. Ich bin gerade zu dir nach Hause gerannt, Mann. Oh Gott, nee. Also, ich habe auch keinen kompetenten Arzt gefunden, leider. Du musst, ich gucke mir das einfach mal an. Ich kann es mir ja, wahrscheinlich besser, nicht mehr machen, aber... Ja, besser, wenn du rüber guckst als irgendwer, der gerade irgendwie, weil ich keine Lust auf seinen Job hat. Ja, okay. Ich komme wieder zurückgerannt. Bin gleich da. Tschüss. Bis gleich, ciao.
Die Kondition des FD-Trainings macht sich bemerkbar, ja, auf jeden Fall. Wie bescheuert das immer aussieht, wenn man mit Telefon in der Hand rumrennt. Wirklich. Gott. Kann ich einfach auf Toilette gehen, die Frau. Hat sich eigentlich schon jemand Gedanken gemacht, wie ich hier wieder wegkomme? Naja, egal. Das ist jetzt eure Aufgabe, Chat. Wie komme ich hier wieder weg? Hallo, Juri. Warte mal, mit wem habe ich denn dann gesprochen im Krankenhaus? Das weiß ich nicht. Mit mir nicht. Die hat aber auch so eine Uniform an. Achso. Ich kann es Ihnen leider nicht sagen. Entschuldigung, bitte. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich dachte, die hat mir erzählt, die hat so super schwarze Haare gehabt und das war Naturfarbe und ich habe noch nie so schwarze Haare gesehen. Wo ist die Naturfarbe hin? Nee. Jetzt verwirrt ihr mich aber. Ist das eine Verwirrungstaktik von euch? Nee, tatsächlich nicht. Scheiße. Jetzt war ich da drauf, hab ich zu viel gesoffen. Was war da an dem Abend? Wirklich nicht? Nee, versprochen. Arbeitet wirklich nicht mit lilanen Haaren und so schwarzen Ansatz bei euch? Wüsste nicht wer, ehrlich gesagt. Arbeitet unten im PD jemand? Das kann bestimmt. Ich nicht sagen. Ganz Gott, ehrlich, PDler sind so viele, fertig. Da ist bestimmt jemand mit dem... Naja, wahrscheinlich. Gut. Dann Entschuldigung für die Verwirrung, Mann, das ist gar kein Problem. War kein Problem. Nicht peinlich. So. Ja, ich glaube, der war immer noch drauf, bin ganz ehrlich. Ja, eventuell. Wo ich dich gerade in deiner schicken, sexy Uniform sehe, Claire. Ja. Ich müsste dir nachher mal ein paar Fragen stellen, was es jetzt alles für Units aktuell beim SD gibt, für meinen Song, weißt du? Ich schreibe da ja immer noch dran. Ach so. Ja, klar, das dürfte kein Problem sein. Ja, klar. Machen wir. So. Also, jetzt sag nochmal, was ist passiert genau? Autounfall, extrem Kopf angeschlagen, mir ist schlecht. Warst du angeschnallt? Ja, natürlich. Okay, dann hast du trotzdem den Kopf angeschlagen, Respekt. Ja, können, ne? Ja, gut, wenn er nach... Ne? Versteh schon, ja? Kann man immer noch anschlagen. Warte mal kurz, bitte. Ich warte. Tüdelü! Taxi, 5 Euro, Mann. Na klar. So, jetzt, da es Bouncer wieder gibt, müssen wir mal wieder ein bisschen schneller Lieder schreiben, ne? Ich hab 5 von 8 Strophen und ein Refrain für das Lied. Da fehlen aber noch 3 Strophen. Und mir sind die Themen ausgegangen, was man über das SD noch singen könnte. Das ist aktuell das Problem. Das heißt, ich will mir anhören, was es für Units gibt, und dann kann man sich da ja noch ein bisschen was aus den Fingern saugen. Oder wir machen doch mal ein Praktikum. Bei Familie Miller. Das dauert noch ein kleiner Augenblick. Sie können sich gerne Kaffee nehmen. Schrei doch nicht so, Claire. Sehr gute Frage. Ich kann gerne abgucken, wenn Sie möchten. Voll am Schreien, die Frau. Ein kleiner Augenblick, bitte. Ob aktuell kompetente Ärzte da sind. Oh, muss ich lesen? Und die sind tatsächlich alle gerade nicht erreichbar. Deshalb sollte ich mir jetzt eine Kopfverletzung ansehen. Ja. Dass Daycare nur meinte, ja, passt schon. So, wenn ich mir das richtig angucke, wir jetzt das Ding haben, dann nachher... Ja. Na, Wind! Kann man helfen? Nö, ich warte auf Frau Miller, alles gut. Ach, alles klar. Geh mal ein bisschen von der Tür weg, wa? So. Pfeif doch nicht so. Leute. Oh nein! Och, bitte nicht, Wade. Warum pfeift er jetzt? Och nein. Bin ich da? Ich bin nicht da. Das eskaliert doch gleich wieder. Aber jetzt wäre ich interessiert. Jetzt will ich zuhören. Das sag ich doch, das eskaliert. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch, dass das eskaliert.
direkt ein aufs Maul bekommen. Großartig. Wirklich. Großartig, wirklich. Ach, Wade Campbell, ey. Kinder. Wir können heute, glaube ich, wieder nicht Dynasty machen, weil KP ist nicht da. Und wenn ich hier mit Claire fertig bin, ne? Wahrscheinlich direkt tot, Studio. Mal gucken. Wir müssen uns doch überlegen, was wir jetzt im Tonstudio machen wollen. Weil wenn die Sekretärin noch da ist, nämlich Lou, beziehungsweise er meinte ja jetzt rechte Hand statt Sekretärin, dann ist, macht sie ja quasi das, was ich machen wollte. Ne? Die ganzen Künstler nochmal anrufen, denen Bescheid sagen, dass jetzt wieder geht. Weißt du, Producer irgendwie einweisen, Tür ab und zu mal aufmachen, Marketing etc. pp. Ich glaube, das macht jetzt alles Lou tatsächlich. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was wir überhaupt machen wollen jetzt im Tonstudio. Wenn wir da mitmachen wollen. Ach, guck mal, Herr Winter ist ja großartig. Großartig, großartig. Staatsanwälte auch da. Guck, Winters macht auch immer so einen Buckel. Verstehe nicht, warum sich KP da nicht aufregt. Wirklich. Mein Gott. Sag mal, 1, 2, 3, 4, 5. Dafür, dass hier gerade wirklich keiner drin war, als wir reinkamen, sind hier jetzt ganz schön viele Estealer. Na, erzähl ich ihm nachher. Ich wollte ihm gerade davon erzählen, dass ich in dem gesponserten Auto von Dynasty schön Taxi fahren durfte. Das können wir später machen. Müssen wir uns nur merken. Hey, Johnny! Hi, Harriet. Du hattest angerufen? Ja, und du bist gerade erst aufgewacht, so wie du klingst. Ja, ist richtig. Sag mal, bist du jetzt eigentlich mittlerweile Privatarzt? Noch nicht, nein. Noch nicht. Das heißt, du bist aktuell kein Arzt, richtig? Oder arbeitest du beim Baker? Nein. Na, schade eigentlich, weil ich hätte jemanden, der hat eine Kopfverletzung, das Baker meint nur, jo, passt schon. Und die wird er gerne nochmal drüber gucken lassen. Kannst du Markus anrufen? Ja, der ist leider nicht erreichbar. Dann, Leonora ist auch nicht erreichbar. Nori ist auch nicht erreichbar. Oh Gott, da gibt's ja fast keine alten Pillboxen mehr. Das ist absolut richtig, genau. Ich bin gerade meine komplette Telefonliste durchgegangen. Und keiner ist erreichbar. Das ist erstaunlich. Ist natürlich ungünstig. Naja, aber dann weiß ich schon mal Bescheid. Danke dir. Jo, ciao. Jo. Ich bin auch kein Privatarzt. Guck trotzdem an. Tschüss. Ist das nicht der Security-Typ? Leute rumlaufen. Wahnsinn. Vize-Geschäftsführerin ist Lou oder so. Ja, also das, was ich machen wollte, sag ich ja. Ich wollte ja stellvertretende Geschäftsführung machen. Ja, doof gelaufen. Achso, übrigens ganz schön gemein, dass jetzt ich ja beim Gewerbeamt extra angemeldet habe. Übrigens, ne? Also IC extra angemerkt habe. Übrigens, ich würde den Booms auch übernehmen und das jetzt komplett ohne mich gemacht wurde. Das ist ganz schön gemein. Hätte das Gewerbeamt zumindest mal sagen können, übrigens, warte mal, da gibt es noch jemand anderen, der das angemerkt hat. Müsst ihr euch nochmal mit dem absprechen da. Naja. Ja, schade. Das ist mein Posten ja schon weg. Oh Gott, da müssen wir uns ja wirklich überlegen, was wir jetzt machen wollen. Damn. Komm, Wade, ich bin mit dem Auto da. Ich hab Wodka dabei und einen Joint. Kann ich dir geben. Opium-Joint. Kann ich dir auch geben. Oh Gott. Ja, das Ding ist halt, Prisma, ich glaube, das Ding ist einfach, dass ich es versucht habe, IC zu klären. Komplett. Nur über IC gegangen bin.
und Marv das halt OOC geklärt hat, weil ganz ehrlich, du kriegst es halt nicht anders geklärt, als OOC die Leute anzuschreiben, die halt einfach IC nicht mehr da sind, verstehst du? Das ist halt natürlich ein bisschen kompliziert, das komplett IC zu machen. Und deswegen bin ich da wahrscheinlich ein bisschen untergegangen. Okay. Na klar. Kein Ding, Claire. Achso, ich könnte in der Zeit, ich bin doof. Einmal zum Automaten gucken, was wir so überwiesen bekommen haben. Und was wir jetzt KP einmal überweisen als Lohn. Weil ich habe ja irgendwie offensichtlich $15.000 mehr auf dem Konto. So, Buchungen. 11.000 von Weasel News habe ich bekommen und 12.000 von Sean. Das ist meine Bar-Einzahlung, das müsste gewesen sein, ne? Ja, das ist von... Ne, Takalaka hat noch nicht überwiesen. Tatsächlich. Also, 12 plus 11 sind 23.000. Überweisen. Kontonummer. Das war die 292995. Betrag. Was habe ich gerade gesagt? Wie viel waren es? 23.000, ne? Also 11.500. Aufträge. Tipptopp. Ich hoffe, das ist KPs Kontonummer, nicht Doms. Das wäre ungesicht. Ey, ich komm zurück, keine Sorge. Ich war okay. Beim Bankautomaten wegen Überweisung. Alles gut. Okay. Bin schon quasi da. An Weasel News. Ja, stimmt, das von Weasel News ist von Tanaka, du hast vollkommen recht. Ja, dann haben wir alle ihre Schulden beglichen, ist ja großartig. Stimmt ja. Ich stell mir eine Rechnung. Volles Stück. Wirklich. Kann direkt mit Anwalt kommen. Tschüss. Sehr vertrauenserweckender Mann. Guten Tag. Ja. Wie mit dem. Na? So, sorry, ich muss so kurz intervenieren, habe ich schon gesehen. Ja, ja. So, also. Autounfall, ja? Kopf angehauen. Ja, kräftig. Richtig. Und du sagst, sie ist schlecht. Ja. Okay, aber sonst hast du nichts. Also, ne? Nee, was keine Sehstörung, das hat er auch gefragt. Genau. Weil ich wusste, welcher Tag ist, aber ich weiß, wahrscheinlich ist nichts Schlimmes, aber nee, hab ich auch. Du erinnerst dich auch noch an den Unfall und so. Ja, keine Bewusstlosigkeit. Nein. Okay. Aber irgendwie, weißt du, das Bauchgefühl. Weißt du, was ich meinte? Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. So, pass auf. Ich gucke mir das einmal an. So, warte. Ja. So. Dreh mich um. Großartig. Hast du dich nicht vorne angehauen? Ah, so seitlich, weißt du? Achso, ach ja, hier, ja, guck mal, kann deine Haare verdecken, das gut. Mensch. Ja. Das ist ja super. Ah, das wird auf jeden Fall schon mal eine Beule. Das kann ich jetzt schon. Ja, machen. Das habe ich mir gedacht. Mhm. So. Aber immerhin keine Platzwunde. Das heißt, da muss immerhin nichts genäht werden. Ja, wäre ja so schlecht, wenn er das nicht gesehen hätte. Aber am Anfang dachte ich auch, es könnte sein, aber. Ja, nee. Also, soweit ich das beurteilen kann, ist da auf jeden Fall nichts offen. Perfekt. Pass mal auf, ich hätte schon mal sowas hier. Dankeschön. Du weißt ja einfach, Knicke, kennst es ja noch, ja? Ja, ich bin das noch gerade so gewohnt. Wenn wir die Beule ein bisschen in den Griff kriegen. ansonsten habe ich halt tatsächlich nichts dabei, ne? Also ich habe halt keine Medis dabei. Ja, ist gut. Ich wollte nur, dass einer irgendwie... Genau. Mein Bauchgefühl, ich weiß auch nicht. Genau. Es geht um meinen Kopf, weißt du, dann ist das ja, nur so. Ja, genau. Also das Ding ist, du hast auch, ne? Pupillen sind auch seitengleich, da sieht alles gut aus soweit. Also ich glaube nicht, dass du eine fette Blutung hast. Okay, das würde top. Schon, das würde schon auffallen. Ich glaube, du hast einfach so ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma grad 1, weißt du? Das freut mich, dass du das wenigstens sagst noch. Ne, eine Gehirnerschütterung einfach. Ich kenne mich damit ja ein bisschen aus, ja. Ich habe mich ja häufig nicht angeschnallt und ne? Lande dann immer mit dem Kopf auf dem Armaturenbrett. Ja? Mir war danach auch immer noch ein bisschen schwindelig. Aber es war dann alles gut. Sag auch, wie es ist. Seit die Rippensache hat mein Vertrauen zum Berg ja nicht viel größer gemacht. Ach Gott, ja auf, wirklich. Lass dich bloß nicht da operieren. Ja, ich hoffe ja mal auf Max, aber jedes Mal, wenn ich Max bis jetzt angerufen habe, hat er keine Zeit für mich gehabt. Also. Oh Gott. Das ist das erste Mal, dass ich ihn nicht erreiche, tatsächlich. Erstaunlich. Ich hatte dann mit Johnny angerufen, also hier Ciabatte. Oh. Aber der ist noch kein Privatarzt, leider.
Also der ist noch nicht wieder im Dienst. Gut, ich habe jetzt mit Johnny nicht so ein Verhältnis, weiß ich nicht. Na gut, ich habe Ich glaube, den würde ich, also würde ich trotzdem noch eher anrufen als das Baker, bin ich ganz ehrlich. Gut, oh Gott. Ja, es also, ist einfach schwierig. Ich glaube, du hast eine Gehirnerschütterung. Aber ja, wird alles. Das habe ich mir fast gedacht, ja. Du weißt ja, ne, wenn es schlimmer wird und so weiter. Oder John dir in deine wundervollen Augen schaut. Ja, genau. John dir in deine wundervollen Augen guckt und dann doch mal sieht, dass er irgendwie eine Pupillendifferenz ist oder so. Ich sag ihm Bescheid, er soll drauf achten. Richtig. Sollte mehr in die Augen gucken, nicht auf andere Dinge. Ja, das kann ich. Ärztliche Anweisung quasi. Kannst du mir immer schreiben. Ärztliche mache ich. Mach ich. So, konntet ihr euren Auftrag erfüllen? Ja, tatsächlich. Er war sehr absolut schön. Begeistert, tatsächlich. Er hat sich gefreut wie so ein kleines Kind. Ja, ich kenne das. Ich habe mich genauso gefreut, als ich ihn bekommen habe. Ja, ich auch an Weihnachten. KP war großartig. Schön. So, gut, lass dich mal weiterarbeiten. Nee, Claire, erzähl mal ganz kurz. Also DSU ist wahrscheinlich hier fürs Gefängnis und so, ne? Genau, das ist im Prinzip der Ersatz zur Marshall-Einheit, ne? Okay, Marshall gibt's nicht mehr. Warte, Detention Insecurity heißt das, ne? Ja, okay. Ja, steht hinten drauf, genau. Ja, aber die ist sehr schick. Steht dir auf jeden Fall, die Uniform. Danke. Sieht super aus. Trotz Weste auch sehr viel kommen. Ich gebe dir einfach noch besseren Wurzel. Komm mit, ich gebe dir meinen Chef, mach das. Dein Chef. Habe ich eigentlich schon gesehen. Oh, jetzt. Er halt gleich. Ja, als Fabgeknallt. Hallo. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Peres, würdest du meiner Freundin ein paar Fragen für einen Song beantworten? Ach, Herr Peres. Wieso ich? Das ja schon. Weil du Chef bist und ich denke, du kannst es noch besser als ich. Echt, kennen wir uns? Ja, ich war mal beim FD. Ich habe gesagt, Ruby sieht aus wie eine Lehrerin. Ich bin Harriet. Harriet Fast. Ja, genau. Ach, ja, richtig. Wo sind die roten Haare? Unter den weißen Haaren verdeckt. Ah. Es gab irgendwann einfach... Hoffentlich ein guter Song, ne? Ja, ich hoffe doch. Ich meine jetzt nicht so einen... Also das ist kein Song. Nein, es wird nicht wieder PD-Song, keine Sorge. Gut, sehr gut. Ich möchte so einen MD-Song haben. Ja, müssen wir mal gucken, ob das so wird. Nee, tatsächlich einfach kurz ein bisschen umrissen, was die DSU denn so macht. Weil ich aktuell halt, wie gesagt, einen Song über das SD schreibe, so wie ich über alle anderen Departments einschreibe. Und so ein bisschen Input brauche. Ja, aber das kannst du doch auch beantworten, Claire. Ist ja kein Geheimnis. Weißt, Kopf angeschlagen und so. Heute nicht mehr. Du darfst das. Also unsere Aufgaben sind im Endeffekt das Prison, also Inhaftierung, Gefangenenüberwachung etc. Gefangenentransport. Also das heißt, wenn Leute inhaftiert sind, die in die DOJ zu Gerichtsverhandlungen verbringen oder aus den Zellen ins Prison zu verbringen. Deswegen steht sie dann auch immer im Gerichtssaal. Ja, okay, verstehe. Genau, richtig. Mhm. Dann eben DOJ, Absicherung und Personenschutz. Oh, okay, ja. Dann stehe ich gerade auf dem Schlauch. Funk, oder? Riley, helf mir mal auf die Sprünge, Mensch. Ich habe gar nicht richtig zugehört. Ich habe gerade. Wow! Ich habe großartig. Ja, ist okay, Jungs. Ist okay. Wird vielleicht doch ein schlechter Song, Claire. Tut mir leid, die Jungs haben es jetzt versaut. Warte, was? Was waren die letzten Worte von Paris? Absicherung des DOJ. Personenschutz. Ja, Absicherung DOJ, also, genau. Personenschutz. Prison. Inhaftierung. Habe ich auch schon. Ansonsten. Reicht ja auch, wa? Ja, was machen wir noch? Ne? Fangen wir den Personenschutz, zivile Fahndung. Ah ja, Fahndung, ja doch, okay, das ist neu, ja. Stimmt. Zivile Eigentlich Fahndung, eines der wichtigsten Sachen, ja. Genau. Ich bin stolz auf euch. Du bist ganz ruhig, Claire, ne? Ich bin hier, hallo, ich habe mir den Kopf angeschlagen. Ich habe wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Dafür machst du aber einen ganz guten Eindruck. Ich habe mich ja auch untersuchen lassen, ne? Die Frau ist tough. Achso, ich. Nee, guck mal, SD-Lerin. DSU-Mitarbeiterin, im Herzen Feuerwehrfrau, Medizinerin, was immer mehr. Ja, großartig, wirklich. Perfektes Paket. Was möchtest du denn noch wissen? Ja, das ist schon ganz gut. Dass ich einfach so mal einen Eindruck kriege. Was habt ihr denn noch so für Units? Ich habe schon ganz viele komische Abkürzungen gehört mittlerweile. Wir haben Door, Education. Ja, damit kann ich was anfangen immer jeweils, ja. HP. Administration. Was war das? HP. Noch? Was ist HP? Highway Patrol. Was machen die genau, so? Genau, Administration. Was die Highway Patrol macht?
Jetzt sag nicht den Highway patrouillieren. Nee, da haben wir aber ja auch jemanden Schlag drin. Vielleicht aber da, kann der da, ne, da kann ich dir, da drüben steht sogar einer in dieser, ich sag jetzt mal blau-grauen Uniform bei der blonden Dame, da steht einer von der HP. Ja. Nein, das ist Maxwell. Nee, das ist Maxwell. Achso, ja, aber okay, Taylor ist gerade da, der steht nur noch unten, glaube ich, in den Zellen und macht Aktenarbeit. Genau, den kannst du dann fragen. Mhm. Und dann haben wir noch Administration, die kümmern sich quasi um das Admin jetzt. Ganz ruhig. Ja. Ganz ruhig. Ich sage jetzt mal um die Fahrzeuge, Bestellungen etc. Habt ihr eine eigene Unit für quasi? Mhm. Genau. Der Wahnsinn. Ja, unsere das heißt Unit-Abteilung halt. Mhm. Das sind die, gucken, dass die Autos wieder in Schuss kommen. Genau. Kümmern sich darum, dass die Fahrzeuge alle bestückt sind, dass die Wartungen durchgeführt werden etc. Mhm. Mhm. Ja, sehr gut. Okay, Claire, kannst du mir sonst was über die Highway Patrol erzählen? Am besten fragst du einfach morgen John. Okay. Ach, der ist Highway Patrol, ja? Mhm. Ah, ja, oder Taylor, schon. Ne? Wie gesagt. Oder Taylor? Ja, ich will jetzt nicht beachten schreiben. Da kommt er gerade. Da kommt er schon. Ach Mensch, was für Zufall. Bis gleich. Mhm. Alle eintragen können. So. Ist alles eingetragen eigentlich, oder nicht? Ich glaube, Sie sind Taylor, ist das richtig? Das ist richtig. Darf ich Sie einmal kurz beiseite bitten? Na klar. Super. Die Kollegen von der DSU, die da hinten im Kreis stehen, haben mich nämlich an Sie verwiesen. Und zwar, mein Name ist Harriet, hi. Ich mache gerade aktuell einen SD-Song. Ich weiß nicht, ob Sie den ND-Song schon kennen? Nee. Auf Bounce. Auch in diesem Sinne würde ich gerne einen SD-Song quasi auch noch machen. Keine Sorge, der kam gut an. Okay. Und habe jetzt gerade schon die DSU gefragt, was die denn so machen, damit ich das so ein bisschen in den Song mit unterbringen kann. Und jetzt wollte ich Sie als Highway Patroller fragen. Was macht denn eigentlich eine Highway Patrol? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ein ziemlich großes Einsatzgebiet, sag ich mal. Also in erster Linie sind wir natürlich ganz normale Streifendeputies, wie alle anderen auch. Mhm. Und mit Sonderaufgaben, wir betreiben das SWAT-Team. Ja. In der Highway Patrol haben als Haupteinsatzgebiete halt die Highways im Norden. Hatte das SWAT-Team nicht auch einen besonderen Namen? Ich erinnere mich, glaube ich. SERT. SERT. Sprechen Sie das SERT oder SERT aus? Oh, das spricht jeder aus, wie er, glaube ich, lustig ist. Alles klar. Mhm. Dann die Highways im Norden, ja? Dann Checkpoints zur Fahrzeugkontrolle. Ja, okay. Also, ja, okay, ja. Boah, das ist eigentlich so unser Hauptaufgabengebiet. So. Ja, super. Vielen Dank. Bitteschön. Passt ja mal gut, wenn man einfach so ein bisschen Insider-Informationen auch bekommt, ne? Ja, natürlich. Ja, wunderbar. Soll das war's. Soll ich auch schon deine Richtigkeit haben. Genau. Nicht, dass ich Quatsch erzähle. Ah, alles gut. Wollte ich natürlich niemals machen. Ja, freuen sich auf den PD-Song. Gut, Taylor. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Ja, der ist vielleicht nicht ganz so positiv, muss ich zugeben. Oh je. Ja, aber erzähl es keinem. Vielen Dank schon mal, ja? Bitte, bitte. Ciao, ciao. Benki, bist du jetzt eigentlich schon befördert worden? Großartig. Dementsprechend nichts abbekommen. Ja, wunderbar. Das sollen so Movie-Preps aus Zucker gewesen sein, die tun nicht weh. Aber ich hoffe, sie konnten ja ein bisschen. Der fährt einen ganz komischen Film, also da müsst ihr alle ein Auge drauf haben, wirklich. Ach ja. Die Frage, die sich mir nur irgendwo aufstellt, woher auf einmal die Leute hat. Ja, ich mir auch. Weil ich die ganze Zeit war jetzt Ruhe und kam nichts. Und jetzt auf einmal. Um wen geht's denn? Intern. Also. Ich habe da auch schon nachgefragt. Ne, müssen Sie selber wissen. Ja, genau. Wann können wir denn mit dem Song rechnen? Uff, also sagen wir so, Bounce wurde ja gestern erst wieder neu übernommen. Es war ja sehr ruhig um Bounce, weil die Labelbosse irgendwie ausgereist sind oder wie auch immer. Okay. Und H1 tatsächlich, der Sänger, hat jetzt gestern Bounce übernommen, beziehungsweise Juicy James Records. Mhm. Okay. Und das läuft jetzt quasi wieder an. Und ich habe da ja erstmal noch den PD-Song in der Line quasi. Der ist nämlich schon komplett fertig eigentlich und war schon eingesungen, aber dann wurde der nie veröffentlicht. Das heißt, der wäre quasi erstmal dran und dann kommt ihre. Okay. Ja, nur muss ich das noch schreiben.
dass ich dann mal wieder reinschaue im Bounce. Der MD-Song ist auch gut. Den habe ich noch gar nicht angehört. Vielleicht musst du noch einen Baker-Song machen. Was? Ja. Nein, ich mache auf gar keinen Fall einen Baker-Song. Ich bin nicht so oft auf Bounce. Ja Mensch, dann Harriet beim MD, ja? Dann wissen sie, worauf sie sich eingelassen haben gerade. Sie immer. Ich dachte, wir waren schon mal im Duo. Achso, Entschuldigung. Ich glaube, ich kenne deinen Vornamen nicht, Paris. Wir nennen Paris reicht. Nennen, okay. Paris, ja. Ja, wahrscheinlich heißt du John, oder? Nein. Okay. Weil das ist so witzig. Ich kenne ihn selber nicht. Ich bin vorhin mein Telefonbuch durchgegangen. Ich kenne einfach zu viele Johns, Johnnys, Jonathans, Johannes und ach Gott, wirklich. Deswegen speichere ich mir immer nur die Nachnamen ein. Ja. Wo John jetzt gerade viel Essen gekauft hat, ist bei dem Krieg. Das ist irgendwie ein bisschen. Der reißt aus. Echt? Mhm. Oh. Naja. Sie hat sich jetzt eine goldene Nase verdient mit seinen sauteuren Sachen, ne? Na, jetzt reißt er aus. Hey, wir können. Hat sich eine Privatinsel gekauft oder so, keine Ahnung. Ja, genau, der Dönermann. Das heißt, es gibt ja keinen Döner, Harry. Ja. Was? Wie bitte? Der war doch erst 2-3 Wochen hier. Nee, der war schon länger hier, aber. Der war schon, also der ist schon viele Wochen hier, aber erst das Restaurant ist neu, ja. Klangschein so mit. Warum der ausbricht. Fall nicht heute mal hin in ihm drin. Oh, das klingt so falsch. Das klingt wirklich immer jedes Mal. Mindest die Finger, ne? Die Finger. John, Riley, das macht sich besser. Ich hatte meine Finger auch schon in John. Ja. Nicht in mir, ne? Achso, du heißt auch John. Ja, das ist ein bisschen manchmal schwierig. Mein Gott, das ist ja wirklich schwierig. Jesus. Übrigens ist Harriet Johns beste Freundin. Richtig. Das ist okay. Für die Zuordnung ein bisschen leichter. Ja, richtig. Oh Mann. Kommen Sie ran, Ruby. Wiley hat meine Finger noch nicht drin. Hm? Wie bitte? Sag, in dir hatte ich meine Finger noch nicht, Wiley. Nee, richtig. Ich werde auch alles daran sitzen, dass das nie so weit kommt. Ich will sitzen. Hammer. Mal. Na dann, Claire. Die kleinen Misthaufen. Ich würde dich auch wieder verkrümeln. Ja, klar. Hat sich noch ein bisschen was zu tun. Er muss aber noch ein bisschen was. Weil offensichtlich ist KP nicht da. Die Breite. Und da muss ich alleine arbeiten. Ich überlege den. Ich würde die Arme wieder runternehmen. Ich würde sie wieder runternehmen, wenn ich könnte. Das Telefon. Mensch. Da willst du nicht rangehen. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Muss ich zugeben. Jetzt lass mich doch nicht so stehen, Claire, wirklich. Ich krieg jetzt schon allein, irgendwie sind meine Arme heute schwer. Ey, oh Gott. Oh nein. Ich weiß jetzt nicht. Wir haben gerufen. Nein, ich hab wieder. Oh, ja, Gott sei Dank. Gut. Alles wieder gut. Okay. Bis dann, Harry. Wir sehen uns. Ciao. Danke für deine Hilfe. Ciao. Danke dir. Ja. Ich würde die Hände ja wieder runternehmen, wenn ich könnte. So, hier war doch irgendwo eine Garage, oder? Ja, guck mal, da hinten, glaube ich, der Chibi. Mein Roller ist eingeparkt? Fragezeichen. Ich habe ihn beim Black Pearls geholt und bin dann... Scheiße, der D-Pay steht beim Tonstudio. Oh. Ich bin zum Tonstudio gefahren. Dann kam erst Tanaka und dann kam Dom. Oh. Ich und meine Fahrzeuge wirklich. Oh nein, jetzt muss ich Motorrad fahren. Oh, ich wollte doch nicht Motorrad fahren. Das Auto ist eingepackt. Ich kann kein Auto fahren, Ghost. Ich hätte mich fast totgelacht. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, Diggi. Wirklich. Was ist da los? Och, nee. Jetzt muss ich Motorrad fahren. Ich kann auch mit dem Fahrrad fahren. Mit dem Fahrrad über den Highway. Was seid ihr denn davon? Oder wir nehmen hier so ein... Och. Nee. Och, Mann. Also entweder lernen wir ins Auto fahren oder wir fahren doch wieder Motorrad. Na komm, was soll's. Wir haben unser Motorrad Trauma überwunden. So, muss ich aber ganz kurz nochmal alleine lassen. Bin sofort wieder da, ja?
Ich mache euch kurz Bounce an. Gibt's denn schon was Neues? Haben die gestern schon was rausgehauen? Ach ja, und überlegt euch bitte, was jetzt unsere Aufgabe bei Bounce sein soll, weil wie gesagt, Lou hat uns den Job weggenommen. Lou macht genau das, was wir eigentlich machen wollten. Jetzt müssen wir uns was Neues ausdenken. Was Unverzichtbares, Leute. Ja, komm, VIP in Birds geht immer. Fahr im Rheinland durch die Stadt, egal ob Tag oder ob Nacht. Setz im Perz alles auf Rot, der Gewinn ist seine Pracht. Man hat erst alles verloren, wenn man aufsteht und geht. Das letzte Hemd hat keine Taschen, give me 13 and 8. Hab nen Blackjack, verdammt, bei nem Einsatz von 20. Mit 45.000 steh ich auf und dann tanz ich. Ich gönn mir ne Zigarre und nen Whisky aufs Haus. Ich bin VIP im Perz und bring die Kohle mit raus. Das beste Ambiente und die Stimmung, sie ist top. Und natürlich gibt's Momente, wo der hohe Einsatz floppt. Ich will Kohle, mache Kohle, trage Kohle aus der Perle. Beobachte Geringverdiener nur noch aus der Ferne. Ich bin VIP im Pearls, PIMP im Black Pearls. Komm doch mal vorbei, hol dir dein VIP und schenk es. Egal ob beim Roulette oder bei Olga am Blackjack. Gönn dir schwarze Perle und tritt ein auf Correctness. Du sagst, du hast kein Geld, du kannst beim Perz auch leihen, Kleiner. Ansonsten geh zu deiner Mom und gib dir Eyeliner. Geh zum Rauchen auf dem Steg, ja, da riecht's auch mal nach Schrimps. Doch das sind nicht die Rottenfische, nein, Mann, das ist Prinz. Blaue Perle, rote Perle, lila Perle, basta. Abgehoben, so wie vor meinem Kontostand der Zaster. Ich geh nicht nur wegen Geld ins Perz, nein, Mann, das ist Liebe. Denn all die Mitarbeiter dort sind für mich schon Familie. Kopf oder Zahl, Mann, schon vorne an der Tür. Und wenn ich mal verliere, zahle ich halt Eintrittsgebühr. Gregory und Asimov chillen mit uns beim Blackjack. Declan und Vasili kommen auch dazu, das fetzt echt. Ich bin VIP im Perz, PIMP im Black Perz. Komm doch mal vorbei, hol dir dein VIP und check das. Egal ob beim Roulette oder bei Olga am Blackjack. Gönn dir schwarze Perle und tritt ein auf Correctness. Ich bin VIP im Perz, PIMP im Black Perz. Komm doch mal vorbei, hol dir dein VIP. VIP im Perz, PIMP im Black Perz. Komm doch mal vorbei, hol dir dein VIP und check das. Egal ob beim Roulette oder bei Olga am Blackjack. Gönn dir schwarze Perle und tritt ein auf Correctness. Durch die Stadt, egal ob Tag oder ob Nacht. Setz im Perz alles auf Rot, der Gewinn ist seine Pracht. Man hat erst alles verloren, wenn man aufsteht und geht. Das letzte Hemd hat keine Taschen, give me 13 and 8. Hab nen Blackjack, verdammt, bei nem Einsatz von 20. Mit 45.000 steh ich auf und dann tanz ich. Ich gönn mir ne Zigarre und nen Whisky aufs Haus. Ich bin VIP im Perz und bring die Kohle mit raus. Das beste Ambiente und die Stimmung, sie ist top. Und natürlich gibt's Momente, wo der hohe Einsatz floppt. Ich will Kohle, mache Kohle, trage Kohle aus der Perle. Beobachte Geringverdiener nur noch aus der Ferne. Ich bin VIP im Perz, PIMP im Black Perz. Komm doch mal vorbei, hol dir dein VIP und check das. Egal ob beim Roulette oder bei Olga am Blackjack. Gönn dir schwarze Perle und tritt ein auf Correctness. Du sagst, du hast kein Geld, du kannst beim Perz auch leihen, Kleiner. Ansonsten geh zu deiner Mom und gib dir Eyeliner. Geh zum Rauchen auf dem Steg, ja, da riecht's auch mal nach Schrimps. Doch das sind nicht die Rottenfische, nein, Mann, das ist Prinz. Blaue Perle, rote Perle, lila Perle, basta. So, basta. Oben so wie vor meinem Kontostand der Zaster.